Die drei einfachen Worte, die König Charles während seiner Krönungszeremonie an seinen älteren Sohn richtete, sprachen Bände und brachten auch die königlichen Beobachter zum Reden. Was genau hat der frisch gekrönte König Sir William gesagt? Die Krönung von König Charles III. Ist sicherlich einer der wichtigsten Tage in seinem Leben. Doch neben dem neu gekrönten König und der Königin und dem Volk, das sie repräsentieren, gibt es noch eine weitere Person, für die dieser Tag wichtig war: Prinz William. Denn während Charles offiziell die Nachfolge seiner Mutter, Königin Elizabeth II., antritt, verschiebt sich die Thronfolge und Prinz William rückt ein Stück näher. No, I certainly don't lie awake waiting or hoping for it, because it sadly means that my family have moved on and I don't want that. Williams Leben hat sich zweifellos verändert, seit er nach dem Tod von Königin Elizabeth zum Prinzen von Wales ernannt wurde. Aber noch bemerkenswerter ist, dass sich sein Leben in Zukunft noch weiter verändern wird. Jetzt, da die Krönungszeremonie von König Charles III. Abgeschlossen ist, wird Williams Position in der königlichen Familie noch wichtiger. Denn das nächste Mal, wenn eine Feier wie diese stattfindet, wird er es sein, der die Krone trägt. Die Bedeutung dieses bedeutsamen Ereignisses für Williams Leben ist sicherlich niemandem entgangen, insbesondere nicht Charles. Schließlich weiß niemand besser als er, wie es sich anfühlt, in der zweiten Reihe der Thronfolge zu stehen. Während der Regentschaft von Königin Elizabeth hatte er diese Position mehr als 70 Jahre lang inne. Prinz William sprach ein paar Worte zu Ehren seines Vaters, während der neue König mit Liebe und Rührung in den Augen zusah. Der Prinz von Wales kniete nieder und sagte: I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you. Als er seine Rede beendet hatte, stand William auf und berührte sanft die neue Krone seines Vaters. Dann gab er seinem Vater einen Kuss auf die Wange. Jedem Zuschauer war klar, dass dies ein ergreifender und emotionaler Moment für Charles war. Daher nutzte der König die Gelegenheit, um William deutlich zu machen, wie viel ihm seine Worte und seine Unterstützung bedeuteten. Charles nickte William zu, bevor er Amen sagte. Schließlich flüsterte er seinem ältesten Sohn zu: Danke dir, William. Die Beziehung zwischen König Charles III. Und seinen Söhnen war während der Krönung eindeutig das beherrschende Thema. Zwar gab es keine dramatischen Szenen, soweit die Zuschauer das beurteilen konnten, doch die Fehde zwischen Prinz Harry und dem Rest seiner Familie beschäftigte sicher viele Menschen. Dazu gehörten mit Sicherheit auch Charles und Prinz William. Das angespannte Verhältnis zwischen Charles und Harry ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Williams Bekenntnis zu seinem Vater ein so emotionaler Moment war. Es war zwar positiv, dass Harry überhaupt an der Krönung teilnahm, aber es scheint, dass der Herzog von Sussex sein Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder noch nicht ganz wiederhergestellt hat. Und das, obwohl Charles darauf besteht, dass er das böse Blut hinter sich lassen und mit seinen beiden Söhnen an seiner Seite weitermachen will. Der Titel der Memoiren, die den Auslöser für die Familienfehde darstellten, Reserve, kam einem während der Krönung sicherlich in den Sinn. Schließlich stand der nächste in der Thronfolge, William, in der ersten Reihe. Harry, die Reserve, saß derweil tief im Publikum. Wie genau die königliche Familie in Zukunft vorgehen wird, ist unklar. Eines ist jedoch sicher: Die Reihenfolge der Erbfolge steht fest.